Suchen Sie noch öffentlich oder laden Sie schon? Es ist so eine Art offenes Geheimnis. Der erste Wiesensonntag in der Bräurosel gehört der LGBTQ-Community. Und jeder, der jemals auf dem CSD in München unterwegs war, der weiß, wenn gefeiert wird, dann so richtig. Wir stürzen uns direkt rein. Und ich habe hier schon die ersten Liebesvögelchen gefunden, Alexander und Marc. Warum ist der erste Wiesensonntag in der Bräurosel das geilste Event auf der Wiesne? Gute Stimmung, viele Leute, nette Kerle. Nette Kerl. Ist er auch so ein netter Kerl? Ja, klar. Auf jeden Fall. Der Netteste. Netter als er. Na, er ist netter. So ist das. Habt ihr euch hier gerade erst kennengelernt? Ja? Oh, die Geschichte will ich hören. Wie kam es dazu? Du hast zweimal Black Contact mit mir gehabt. Okay, er hat zweimal Black Contact mit mir gehabt und dann haben wir halt ein bisschen gesprochen. Und dann war es um dich geschehen. Naja. So, jetzt einmal für die Liebe. Das frisch gefundene Paar möge sich küssen. Yes! Für die Liebe! Ihr habt euch auch frisch gefunden, ne? Guck mal, hier, vielen Dank euch Jungs. Hier gleich das nächste Paar. Wie heißt ihr? Felicitas. Felicitas und? Patrick. Patrick. Wie ist diese junge Liebe zustande gekommen? Eigentlich schon viel zu lang, aber auf der Wiesn erfrischt man nochmal alles so. Da kommen immer alle Gefühle raus. Das ist der Zauber der Wiesn. Das gibt's einfach nur in diesen wunderbaren 16 Tagen. Hier ist ganz, ganz viel Liebe in der Luft und damit zurück zu euch ins Studio.